Hallo Homecoming-Fans, ich bin's, euer Raven Duck Reap. Wir beide waren auf den Japan-Tag, haben eine Menge aufgenommen, auch Leute interviewt. Und ja, es war ein geiler Tag, besser als die Jahre davor. Das habe ich schon auch in der Endcard erwähnt. Dieses Mal sogar sehr geiles Wetter geworden. Gerade im Vergleich zu letztem Jahr, wo es ja eher sehr stark bewölkt war, ne? Ja, gesagt, nein, letztes Jahr war es sehr sonnig. Echt? Das Jahr davor. Ah, okay. Okay. Wir zeigen einfach, was wir so haben. Und Videomaterial. Und was wir erlebt haben. Okay. Du weißt, dass das gerade viel zu lang ist und ich deine Zuschauer gerade hassen werden. Das wird noch zusammengeschnitten. Das sind ja auch nur 2 Minuten 25 für die scheiß Einleitung. Es reicht, wir leiten jetzt ein und ich gehe masturbieren. Okay. Mal wieder laufe ich durch den Japan-Tag dieses Jahr. Ja, es ist mal wieder voll, ziemlich voll. Viele komische Gestalten mal wieder. Vor allem die komischste Gestalt überhaupt, die mit dem blauen Hemd. Ja. Ich treffe mich gleich auch noch mit Stownchat, mit Kobera, wir klappern ein bisschen die Stände ab. Und ja. Aber auch nette Cosplays heute. Habe schon viele Fotos auch gemacht. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ich filme auch ein bisschen gleich von der Rheinseite, also von den Wiesen her. Vom Apollo auch noch, also der Apolloplatz ist da ganz hinten bei dem Rheinturm. Falls ihr euch nicht mit Düsseldorf auskennt oder so.
Hier sind auf jeden Fall viele Menschen unterwegs. Zu viele. Und ja, ich sag mal, ich laufe jetzt noch ein bisschen rum und zeig euch alles. Hinten ist sogar ein Goku. Ja, wie alle anderen auch. Ja, sorry. Da drüben, ja? Ja, von hier Richtung, ja. Oder? Oder dann kommt das Spaß, ja. 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 Ich kann da lange weg zu bleiben, wenn die Antwort wahrscheinlich auch nochmal geben wollen. Ne? Ja. Nein, Käse oder kleine Conan. Ich gehe, glaube ich, gleich auch noch durch die Stände da hinten. Und ja. Ich brauch keinen YouTuber, ich geh auf! Du bist nur sauer, weil du für die Rose Yourself Challenge nominiert wurdest von mir! Fick dich! Ruminieren zurück! Nee, das geht ja nicht, das ist leider es ja. Das geht. Ist Arthur hier? Arthur? Ja, der ist irgendwo da hinten. Wenn du ihn nachher siehst, kannst du den mal hier hinschicken? Also wenn ich ihn sehe, ja. Danke. Bitte. Oh, Entschuldigung. Ziemlich voll hier. Dieses Jahr ist es ziemlich überfüllt. Ziemlich überfüllt dieses Jahr. Also ich suche gerade noch meine Leute. Nur ich habe keine Ahnung, wo sie gerade sitzen. Filme hier noch ein bisschen für euch. Und ja, auf jeden Fall viele komische Gestalten heute da, im positiven Sinne, keiner soll sich beleidigt oder diskriminiert fühlen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo meine Leute sitzen, aber ja, ich laufe hier rum und filme ein bisschen. Das ist mein Vlog, ich bin euer Con-Vlogger, euer Raven-Duck-Reap. Viele komische, aber auch coole Leute hier. Aber wo sitzen jetzt meine Leute? Aber da ist Lea Chanotaku. Nein, du bist nicht assi genug.
Sie kann Assi sein. Du musst mich mal in der Schule sehen. In der Schule ist jeder anders. Ich wäre eigentlich ein perfekter Deadpool. Vor allem, weil ich mich so benehmen kann. Und ja, willkommen in meinem Video. Hilf mir! Ich wurde angekettet! Was hast du getan? Ich habe meine Herren beleidigt. Selbst schuld. Ich hab sie nicht. Warte mal, du bist ein Schicki vom Büchermann? Nein, nichts. Kanal nicht. So, das ist Konoyuki, heute auch dabei mit seiner schwulen Maluxia-Sense. Wird auch als Pussy-Sense bezeichnet. Ja, die Pussy-Sense. Hier. Sie ist aus Gangnam Hax, das macht sie geil. Yep. Meine Sense aber auch. Ja, seine Sense. Bitte fang jetzt nicht an damit rumzumachen. Ja, mach du das nicht mit deinem Schlüsselschwert, Kollege. Na super, eine Menge Objektophile. So sahen die Interviews aus. Wollte ich auch noch mal einblenden. Halt, der Ton hat nicht wirklich mitgespielt. Was ziemlich scheiße war. Hast du noch ein Wort? Zumindest bei dem letzten hat es nicht ganz so funktioniert. Dass mir die Mikrofon ging, aber man dachte sich die Technik so, fickt euch. So, hallo liebe Freunde, wir melden uns wieder zurück und wir fangen auch mal an mit ein paar Interviews und dafür haben wir uns dann mal ein paar Leute rausgesucht. So, wir haben hier schon mal unseren ersten Kunden, sag ich jetzt mal. Also, möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin der Emanuel Rico Jansen, so findet man mich auf Facebook zumindest. Und ja, wohne aktuell in Erkrath, ziehe aber noch in Wuppertal oben, also bleibe in der Nähe Düsseldorf. Okay, freut mich. Also, die erste Frage wäre dann natürlich, warst du schon öfters auf dem Japan-Tag? Eigentlich regelmäßig fast jedes Jahr. Jetzt zumindest die letzten gefühlten 5 Jahre. Okay, jetzt übernehme ich mal kurz. Was gefällt dir am Japan-Tag am besten? Am Japan-Tag gefällt mir allgemein das Engagement, dass die Leute hier sehr freundlich sind, auch zuvorkommend. Aber was mich sehr fasziniert, ist allgemein, dass die Tradition des Japantas, die große Freehug-Meile. Okay, jetzt noch eine Frage. Was fasziniert dich allgemein an Anime und Manga? Und an den ganzen Cosplay-Zeugs? Ja, was mich da so fasziniert, ist in dem Sinne wirklich die Aufbereitung, wie die das auch machen und dass jeder seinen Traum auch nachleben kann. Das hat auch ein bisschen der Sinn in den Anime-Manga-Sachen zu tun. Also praktisch gesehen, mit einer ganzen Menge Fantasie. Okay, kommen wir zu weiteren Fragen. Es gibt hier ja eine Menge Cosplayer, ne? Da wäre die Frage, cosplayst du selbst auch oder hast du generell auch mal welche geplant? Also selber habe ich erst vor kurzem angefangen zu cosplayen. Heute bin ich ja noch zivil hier, weil es kurzfristig war. Aber sonst cosplay ich, falls Sie meistens nicht kennen, aus einer Kinderserie, My Little Pony, ein Pony. Das klingt ja schon mal sehr lustig und klingt, als hätte man dabei wirklich Spaß. Hast du denn selbst einen persönlichen Lieblingsanime oder einen Lieblingsmanga? Viele gefallen mir, aber wirklich der absolute Favorit ist aktuell Puella Magie Madoka Magica. Auch unter dem Namen Madoka Magica Girls zu finden. Und den habe ich mir 5 Mal hintereinander angeschaut und würde ihn immer noch weiter anschauen. Dann muss der ja wirklich ziemlich interessant sein. Gibt es noch Spiele, zu denen du irgendwas cosplayen würdest oder die du prinzipiell erstmal gut findest? Also bei Spielen, die ich gut finde, kann man schon mal sagen, sind so Devil May Cry und Resident Evil dabei. Wobei ich dazu sagen muss, bis Resident Evil 6 haben die mehr auf Action gesehen. Bei dem 7, da sind die wieder auf das Horror-Element gestoßen, was mir auch sehr gefallen hat. Okay, dann frage ich nochmal meinen Kollegen. Hast du noch eine letzte Frage an ihn oder sollen wir zur Schlussfrage kommen? Ich hab noch eine Frage und zwar, welchen der Ponys cosplayst du? Also, welches Pony-Cosplay ist eigentlich größer als im Hintergrund? Und zwar das DJ Pon Free, wenn es euch was sagt. Ist eigentlich eher so ein Disco-Pony-mäßig. Ah, ich bin eher für Rainbow Dash. So, okay, dann kommen wir auch schon zu der abschließenden Frage. Würdest du den Japan-Tag weiterempfehlen? Und wenn ja, hast du dafür eine Begründung? Also, weiterempfehlen kann man das auf jeden Fall.
Und man sollte auf jeden Fall eine Menge Spaß mitbringen, auf jeden Fall mit Freunden das miterleben. Und wenn man halt Lust hat, auch direkt morgen schon hier sein, bis abends zum Feuerwerk, was auch das Highlight ist. Dann bedanke ich mich erstmal herzlich für das Interview und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß noch. Danke Ihnen auch. Ja, man sieht sich, Kollege. So, jetzt sind wir einmal bei was ganz Spezielles. Und zwar haben wir uns hier jetzt mal eine Cosplayer-Gruppe dazu geholt. Dann erzählt mal, wie nennt ihr euch? Ja, also wir sind Musa Cosplay. Wir haben auf der Facebook-Seite. Hab ich geliked. Musa Cosplay, genau. Und ja, wir sind eigentlich keine Cosplayerin. Aber unsere Bitte Cosplayerin kann heute leider nicht kommen. Deshalb sind wir heute nur zu zweit auf dem Jahr. Möglichst etwas lauter sprechen, damit wir das auch verstehen. Ja? Weil Camcorder Mikro ist nicht so stark. Ja. Okay, wir sind ja auf dem Japan-Tag. Leute, trifft das auf dem Japan-Tag? Ah. Also seit 2013 eigentlich jedes Jahr. Okay, was habt ihr denn bisher so alles gekostet? Mein erstes Cosplay war Steve von Schobbins. Dann habe ich Renata gemacht. Und jetzt mein letztes Cosplay war Lucy von Elfenbrück und halt mein normaler Lolita-Style. Ja, mein erstes Cosplay war Yuki von Vampire Knight. Dann habe ich auch Hinata gemacht, Kakashi und Hiro von Mireiniki und jetzt Riva von Vampire Knight. Welches der Cosplays, also die ihr jemals gemacht habt, hat euch am meisten gefallen? Bei mir war es Musik an Okay, habt ihr noch irgendwelche Cosplays schon geplant oder lasst ihr euch da inspirieren? Ja, ganz viele sind eigentlich schon geplant. Es liegt halt immer daran, das schnell, so schnell wie möglich umzusetzen. Es dauert natürlich auch und kostet auch Geld. Aber im Prinzip haben wir eigentlich schon unser nächstes Cosplay geplant. Und das danach auch. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Habt ihr denn einen persönlichen Lieblings-Anime? Es gab ein paar technische Probleme, also wir waren stehen geblieben bei was für die denn an Japan-Tag besonders gut. Ja, und von hier aus verabschieden wir uns. Schaut auf jeden Fall in seinem Video vorbei. Ich bin viel besser als der da. So, du hast ausgedient. So, tschüss, tschüss. Lasst für ihn noch einen Daumen nach oben da. Und wie er sagen würde, abonniert mich. Also jetzt nicht mich, sondern ihn. Mich könnt ihr auch gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Mal gucken, ich den Kanal komplett... Und eine Frage. Dich will keiner sehen. Euer Menno.